Ich wollte ja eigentlich auf Twitch live kommen, aber am Montag war das Wetter in Hamburg sowas von scheiße. Da wäre ich 100% krank geworden, wenn ich da bei 16 Grad und Regen noch mit dem IRL-Stream rumgelaufen wäre. Deswegen tut mir leid. Das war alles schon wieder ein bisschen blöd, aber ja. Das Problem ist, ich verspiele mir damit ja immer mehr Zeit. Normalerweise ist es ja geil, alle zwei Tage live gehen. Aber wenn ich eine Woche nicht live komme, dann ist es irgendwann so weit, dass ich jeden Tag live sein muss. So, ich muss das schaffen. Ich kann keine 1000 Euro an Munter abgeben. Ich brauche die. Meine scheiß Waschmaschine geht kaputt. Mein scheiß mein guter Steuerberater. Ich habe gestern mit meinem Steuerberater telefoniert. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Hört mir alle ganz genau zu. Ich habe gestern mit dem Steuerberater telefoniert. Das Telefonat hing schon ewig lang hinterher. Erstmal, Grüße geht raus. Ey, mein Steuerberater, der muss mich wirklich mögen. Ich habe seit einem Jahr Schulden bei ihm. Ich bin darauf nie eingegangen und der hat das übertrieben lange zugelassen. Ich schulde ihm 6000 Euro. Naja, egal. Ich habe gestern mit meinem Steuerberater telefoniert und wir haben das Jahr 2022 endlich bearbeitet. Ich glaube, wir sind auch schon zu spät. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht genau. Jedenfalls sind wir 2022 durchgegangen. Er war da bei seinem Steuerprogramm drin, hat irgendwelche Zahlen eingetippt, hat mir gezeigt, was für Betriebsausgaben hatte ich, wie viele Einnahmen hatte ich. 2022 habe ich leider sehr, 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 sehr gut verdient. Also ich habe bestimmt mit allem zusammen 10.000 verdient. In dem Jahr. Nein, es war sehr, sehr, sehr viel mehr. Ich habe relativ gut verdient. Es war nicht mein allerbestes Jahr, aber es war ein sehr gutes Jahr. Ich glaube, das war noch diese Corona-Zeit, so deswegen war da noch so viel mehr am Start. Ja, dann ist er mit mir alles durchgegangen, alles gesehen. Ich habe Gott sei Dank sehr gute Ausgaben gehabt. Er hat mir gesagt, ey, nimm's mir nicht übel, aber du hast sehr hohe Ausgaben. Es könnte sein, weil ich sehr große Reiseausgaben hatte. Ich bin ja sehr viel unterwegs. Das macht ja auch keinen Sinn. Doch? Nee. Nee, das war gar nicht mehr die Corona-Zeit, oder? Ach, ist ja auch scheißegal. Jedenfalls hatte ich, in irgendeinem Punkt hatte ich sehr hohe Ausgaben gehabt und der hat eher gesagt, das sind sehr viele Ausgaben. Es könnte sein, dass das Finanzamt da irgendwann mal kommt und eine Prüfung machen möchte. Und wissen will, wo kommt das eigentlich her. So, hat er mich schon darauf vorbereitet, kann passieren. Keine Ahnung, ist gar nicht mal so lustig, so eine Steuerprüfung. Ist übertrieben anstrengend. Naja, dann ging es weiter. Dann ist er mit mir alles durchgegangen, hat mir gesagt, welche Summe ich am Ende bezahlen muss. Ja, 2022. Jetzt ist noch mehr Geld dazugekommen, was ich zahlen muss. Es ist Gott sei Dank wirklich nur die Hälfte von dem, mit dem ich gerechnet habe. Da bin ich sehr, 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 sehr froh. Die Hälfte von dem, mit dem ich gerechnet habe, ist trotzdem noch sehr, sehr viel Geld, so dass jetzt auch dazu kommt. Er hat gesagt, so in ungefähr 3 Monaten muss ich es zahlen. Keine Ahnung, ob ich es kann. Es war aber logisch. Also das ist jetzt hier kein Rumheule, das ist ja klar. So, Steuern kommen irgendwann, so das weiß ich. Also das ist, hört das jemals auf? Das Problem ist, jetzt bin ich halt in so einem Teufelskreis. So. Das ist halt dämlich in Deutschland sowas zu machen, so Geld auszugeben. Weißt du, was ich meine? So viel Geld auszugeben, das geht halt immer weiter. So, dann kommt die Vorauszahlung, dann kommt die Nachzahlung, dann kommt Finanzamt, dann kommt Gewerbesteuer, dann kommt Vorauszahlung, Gewerbesteuer. Das ist alles, ja, wenn du da einmal drin bist, dann, ja, klappt schon. Jedenfalls ist das jetzt dazu gekommen, hat er gesagt, ja, irgendwie 2-3 Monate, dann musst du es zahlen. Wir reden dann, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert oder ob man wieder Ratenzahlung eingehen muss. Weil dann kommen ja irgendwie 6 Punkte, so, dann muss ich ja 6-mal im Monat Steuern zahlen, also weißt du, also voraus, das, über, also nee, nicht im Monat, quartalsweise und das, alles egal. Jedenfalls habe ich ihn dann auch zu meinem Auto nochmal befragt. Mein Auto ist seit Jahren abgeschrieben. Also abgeschrieben heißt, größere Objekte müssen über Jahre abgesetzt werden, irgendwie so Kamera, meine Kamera hat 6.500 Euro gekostet, mit Stativ und allem, nee, mit der Linse, also die Kamera hat um die 6.000 Euro gekostet. Ist ja auch egal. Und die kann ich nicht auf einmal absetzen. So, die kommt dann irgendwie in irgendeinen Punkt, die dann über Jahre abgesetzt wird. So, die muss dann abgeschrieben werden über Jahre. Genau. Und das ist mit dem Auto auch so. Und das ist auch mit dem Auto so. Also es ist nicht so, du holst ein Auto und dann ist es abgeschrieben. Sondern das muss über Jahre abgeschrieben werden, weil es halt ein größerer Betrag war. Und ich es damals gekauft habe und in die Firma mit reingenommen habe. Das ist jetzt aber seit 2 Jahren vorbei. Und ich verursache keine Ausgaben mehr mit diesem Auto. Also gar nicht mehr. Dann kommt dazu, dass dieses Auto, was heute noch einen Wert von maximal 12.000 Euro hat, ich darauf 1% zahle und das Auto hat mal 65.000, 70.000 Euro gekostet. So, das ist der nächste Punkt. Und deswegen hat mir der Steuerberater auch jetzt in meiner Situation dringlichst empfohlen, das Auto zu wechseln, weil mein Auto absolut dämlich ist. Also aus Unternehmersicht ist dieses Auto absolut dämlich zu halten, weil ich nur Kosten habe, aber
nichts mehr absetzen kann, weil das Auto ist abbezahlt, ich kann es nicht mehr abschreiben, es passiert nichts mit dem Auto, da ist nichts und ich kann, das Auto hat 200.000 Kilometer runter, ich kann da jetzt nicht nochmal 10.000 Euro investieren. Das macht keinen Sinn mehr, das Auto, ich liebe dieses Auto über alles, da hat mein Opa noch drin gesessen, es gibt kein Auto auf der Welt noch, wo mein Opa noch drin, also mein Opa ist gestorben 2018, so deswegen ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag dran denke, oh, mein Opa hat drin gesessen oder so, aber das hat natürlich irgendwie ein bisschen emotionalen Wert. Das Auto ist seit 2014 in der Familie drin, so, ich bin mit dem Auto 110.000 Kilometer gefahren und das ist natürlich eine schwierige Situation, aber ich merke nun langsam, dass das Auto macht Geräusche, denn das Getriebe ruckelt extrem doll, also wenn es warm ist, nicht mehr, aber wenn ich anfahre, das erste Mal anfahre, vom ersten in den zweiten Gang, Automatikgetriebe. So, dann höre ich natürlich hier genau Sondervermögen. Nee, Sondervermögen, irgendwie, ach, keine Ahnung, was das war. Jedenfalls, dann höre ich von da irgendwelche Geräusche, dann höre ich von da irgendwelche Geräusche, dann ist vorne irgendwas, dann hört sich der Motor auch anders an. Ich bin ja sehr geräuschempfindlich, deswegen kann ich meinen Motor sehr gut einschätzen. Der verändert sich auch und dieses Auto, also es kann sein, dass noch alles gut ist, vielleicht kann ich damit noch 50.000 Kilometer fahren, aber vielleicht auch nicht mehr. Und dieses Auto muss... AndiTV21 hat 5 Subs verschenkt. AndiTV, dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Grüße geht raus an dich. Dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Dankeschön. Ja, und deswegen habe ich gestern schon den Twitter-Post gemacht, den wieder viele fehlinterpretiert haben. Ich verstehe das. Wenn ihr keine Ahnung davon habt, dann hört sich es erstmal dämlich an. Ey, Digga, der Typ ist verschuldet, will sich ein neues Auto holen. Aber Leute, es macht Sinn. Um euch das vor Augen zu führen, ich bezahle für mein Auto jetzt letztendlich durch die 1%-Regelung so viel, wie wenn ich mir einen neuen Tesla holen würde. Gut, das Modell, was ich von Tesla will, das kostet vielleicht nochmal 100, 150 Euro mehr. Das kommt ja noch dazu. Und deswegen möchte ich jetzt wechseln zu einem anderen Auto. Und ich habe schon oft gesagt, dass ich mit dem Tesla liebäugel. Dass ich mit dem Auto liebäugel und so ein Tesla Model 3. Natürlich, ich bin ganz ehrlich, so ein Model X oder so ein Model S spricht mich eigentlich mehr an. Aber das, Digga, die Autos kosten 100.000. Das ist crazy. Ja, mir haben auch viele geschrieben, du bist doch ein Autofanatiker, du bist doch ein Autoliebhaber. Wie kannst du dich für Tesla entscheiden? Ich bin ganz ehrlich, Tesla ist jetzt nicht mein Traumwagen. Das löst in mir wahrscheinlich nicht so viele Emotionen aus wie ein Dodge Challenger. Aber ein Dodge Challenger, den kann ich beruflich nicht nutzen. Ich kann ein Video darüber machen, die Leute sagen, babamäßig, vorbei. Dieses Auto hat keinen Nutzen. Du kannst da drin nicht schlafen. Das Auto verbraucht bei meiner Fahrweise 30 Liter. Knockout. Ein Tesla, ich kann drin schlafen. Ich kann damit Content machen. Ich kann so viel Zeug da. Das ist so ein... Deswegen... E-Autos haben steuerliche Vorteile. Bis 60.000 waren ja 0,25%, oder? Also, was normalerweise bei normalen Autos eine 1%-Regelung ist, ist bei Elektroautos bis 60.000 Euro 0,25. Ne, mittlerweile ist bis 90.000 in der Mache. Das ist krass. Das ist krass. Ja, und das ist jetzt nun die Sache, also, das hat natürlich auch einen ganz großen emotionalen Wert für mich. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich kann das Auto nicht behalten. So... Weil ich weiß, irgendwann verliert man das Interesse und dann steht es einfach so rum. Meine alte E-Klasse stand auch 4 Monate auf der Straße. Unangemeldet. Ich habe keinen Ärger bekommen. Okay, wir reden jetzt mal von einem fiktiven Szenario. Ein fiktives Szenario war, die E-Klasse stand da und dann wollte ich die verkaufen. Die stand mit gebrochener Achse oder gebrochene... stimmt. Das glaubt mir ja immer noch keiner, aber als ich Excel mein Auto gesessen hat, ist meine Feder gebrochen. Das war der Moment und das werde ich niemals vergessen. Von dem Tag an hat mein Reifen im Radkasten geschliffen. Excel sagt bis heute, dass es nicht passiert ist, aber ich weiß ganz genau, in Berlin, er steigt vorne ein, wir fahren los. Ich habe noch nie so einen Knall gehört. Alter, wenn so eine Feder auf Spannung bricht, das ist überlaut. Und von da an hat mein Rad im Radkasten geschliffen. Wenn jemand bei mir im Auto mitfahren musste, hinter mir, das ist, naja. Jedenfalls stand das Auto 4 Monate vor meiner Tür. Irgendwann wollte ich es verkaufen, habe dafür jemand anderen gefunden, der das für mich macht. Also, nicht ich, also eine fiktive Situation. Es ist eine fiktive Situation, die niemals stattgefunden hat. Ich würde mit diesem Auto losfahren. Mit dieser gebrochenen Feder. Die schleift die ganze Zeit, nach 4 Monaten ging immer noch an. Fiktive Situation. Ich fahre mit dieser fiktiven Situation mit dem Auto los. 15 Kilometer bis zu der Person, die das Auto für mich verkaufen wollte.
Wir gucken fiktiv aufs Kennzeichen. TÜV seit 5 Monaten abgelaufen. Ja. Egal. Es ist eine fiktive Situation. Jedenfalls, Getriebe undicht. Getriebe war undicht. Er hat das Auto nochmal kontrolliert. Fiktive Situation. Getriebe undicht. Irgendein Seitenteil ist gebrochen. Feder gebrochen durch Axel. Grüße geht raus. Er wird es niemals zugeben, aber es ist passiert. Ich glaube, ich war auch mit Anton im Auto. Oder mit irgendwen war ich im Auto und er hat es gesehen. Auto nicht fahrbar. Auto war auch abgemeldet. Fiktiv. Auto war abgemeldet. War dann abgemeldet, ja. Nee, also versichert war er noch. Versichert war er noch, wurde dann aber abgemeldet dort. Also Auto war abgemeldet, TÜV abgelaufen seit 5 Monaten. Er inseriert dieses Auto. Einen Tag später melden sich Polen. Da melden sich irgendwelche Polen und sagen, wir kaufen das Auto. 1000 Euro, 1100 Euro. Babamäßig, für 2000 Euro gekauft. Für 1100 Euro kaufen die das Auto. Ich habe es für 2000 gekauft. Das Auto ist verwüstet. Ich hatte damit einen Unfall. Vorne ist alles eingedrückt. Geiler Preis, akzeptiere ich sofort. Wir denken, dass diese Leute mit Anhänger kommen. Nein. Die kommen zu dritt. Die kommen zu dritt. Geben das Geld fiktiv. Steigen in dieses Auto, das nicht angemeldet ist. Das kein TÜV hat. Und fahren mit diesem Auto weg. Ich werde diesen Moment... Ey. Die sind eingestiegen, aber fiktiv. Die sind nicht mit einem Transporter gekommen oder wo man hinten mit einem Anhänger, wo man das Auto rauffährt. Nein, die sind mit diesem Auto weggefahren. Alter. Junge, ich werde das niemals vergessen.